Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Symphony-Projekt. Für die Leute, die das Ganze in einer Playlist sehen, es ist sehr viel Zeit vergangen. In der Zwischenzeit ist in folgender Reihe nichts passiert. Ich habe das Projekt anscheinend verlegt, / verloren. Deswegen ist das so ein bisschen jetzt ein Continuation-Break. Ich zeige euch, was ich in 5 Minuten wiederhergestellt habe. Und zwar, was wir bislang gemacht haben, ist, wir haben einen Controller angelegt. Das ist im Prinzip die Klasse, die den Request annimmt und die Response ausgibt. Die rendert einfach nur ein Template. Wir haben uns angeschaut, wie Twig als Templating-Sprache funktioniert. Wir haben in unserem Beispiel Variablen an Twig gegeben. Das werden wir in dem Tutorial heute nicht brauchen, aber das haben wir getan. Das werden wir auch in späteren Tutorials wieder benutzen. Und um diesen ganzen Controller überhaupt an irgendeine Route zu binden, also dass sie von außen erreichbar ist, haben wir in der Routendefinition eine /Hello-Route angelegt, die auf diesen Controller zeigt, nämlich den Hello World Controller. Und dabei dann auf die Index-Action, das ist halt die Methode in diesem Controller, die wir damit ansprechen möchten. So, wenn wir das Ganze im Browser aufrufen, sieht das Ganze so aus. Hello, I'm cool, das ist im Prinzip nichts anderes als das Template, was wir hier definiert haben mit dem vordefinierten Text. Okay, für die Leute, die jetzt denken, das ist aber voll die komplizierte Art, eine HTML-Seite auszulesen, im Prinzip ist es das. Ja, zum Zeitpunkt, als ich dieses Tutorial angefangen habe, war Symfony 4.1 die aktuellste Version, die man mit Composer.createProject bekommen hat, also die aktuellste Version von Symfony. Wenn wir jetzt hier unten rechts aber mal in die Ecke schauen, wo unser Symfony-Dings drin ist, sehen wir, Symfony beschwert sich, dass diese Version ausgelaufen ist. Das heißt, wir gehen halt hin und haben nur noch Bugfixes bis Januar, okay, also bis vor einem Jahr so ungefähr. Aktuell haben wir nämlich November 2019. Und Security-Issues werden auch nicht mehr gefixt, die haben nämlich im Juli aufgehört. Was jetzt, was können wir uns auf der Roadmap anschauen, im Prinzip die aktuelle Version ist, ist Symfony 4.3. Die ist released worden Mai diesen Jahres. Oder wir können theoretisch gesehen auch schon auf Symfony 4.4 gehen. Aber ja, aktuelle Symfony 4.3 noch die größte Stable-Version. Was wir jetzt aber eigentlich in dieser Folge machen wollen, ist, wir schauen uns an, wir haben jetzt eine Legacy-Applikation. Okay, unsere Legacy-Applikation besteht aus einer Klasse und einem HTML-Template, also jetzt nicht so wirklich große Legacy-Applikation. Aber stellen wir uns mal vor, wir haben eine Legacy-Applikation und wollen die jetzt von Symfony 4.1 auf Symfony 4.3 upgraden. Wenn wir das Ganze schon gemacht haben, das Ding nämlich unter 4.1 zu installieren, dann können wir hingehen und auf github.com/symfony/symfony uns den Quellcode von Symfony anschauen. Der Grund, warum wir jetzt hier auf dieser Webseite sind, ist, wir können uns im Prinzip jetzt anschauen, was wir alles verpasst haben. Nämlich, wir können hier uns mal den Changelog von Version 4.1 anschauen. Das heißt, das im Prinzip ist die Liste an Sachen, die in Symfony geändert worden sind, seit 4.1.0 bis in diesem Falle 4.1.10. Da steht ja oben drin, das ist der Update für das letzte 4.1er Release gewesen. Das heißt, das ist die riesige Liste an Sachen, die alle gefixt worden sind oder improved worden sind und so weiter und so fort. Das gleiche gilt natürlich auch für 4.2 und für 4.3, je nachdem, was für eine Version man hat. Jetzt haben wir aber unsere Applikation als Legacy-Applikation und wollen updaten. Dazu gibt es in dem Symfony Repository hier, wenn wir weiter runter scrollen, Upgrade Guides. Und zwar von der jeweilig vorherigen Version zu der Zahl, die hier bei dem Upgrade-Dokument drin steht. Das wäre jetzt ein Upgrade von 3.4 zu 4.0. Das wäre ein Upgrade von 4.0 zu 4.1. Das wäre ein Upgrade von 4.1 zu 4.2. Und das wäre ein Upgrade von 4.2 auf 4.3. Und theoretisch gesehen könnte man jetzt auch hingehen und sagen, wir gehen von 4.3 auf 4.4. Um unsere Applikation jetzt updaten zu können, von 4.1 auf 4.4, müsste man jetzt hingehen und den kompletten Guide von 4.1 nach 4.2 machen. Also das heißt im Prinzip schauen, was hier steht, weiß ich nicht, im Browser-Kit wurde die Methode bla 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 ersetzt und ist deprecated und so weiter. Das heißt, dafür muss man jetzt eine Lösung finden, dass man das optimalerweise
ändert. Eine Sache, auf die man definitiv bei seiner Seite achten sollte, ist, wenn man hier unten rechts auf dieses Ding klickt, um zu sehen, dass die Version expired ist, klickt man einfach mal auf Logs und geht dann hin und hier gibt es einen Tab Deprecations. Das heißt, das sind im Prinzip Log-Messages, die generiert worden sind von Symfony selber, die vor veralteten Codes warnen. Also das heißt Sachen, die schon in 4.1 veraltet waren. Als Konzept oder als Problem sozusagen. Da sollte man definitiv alles mal auf Null reduzieren oder versuchen auf Null zu reduzieren. Dafür gibt es auch theoretisch ein Tool, wenn man für alles PHP-Unit-Tests hat, gibt es ein Tool, was einem erlaubt, Symfony Deprecations bei diesen PHP-Unit-Tests automatisch zu sammeln und zu loggen. Das heißt Symfony PHP-Unit-Bridge, einfach mal googeln. Auf jeden Fall, wenn man diese ganzen Upgrade-Guides hier durchgegangen hat und gesehen hat, dass hier nichts im Prinzip ist, was einem da das Bein brechen würde, das gleiche natürlich auch für 4.2 auf 4.3, weil wir wollen ja schlussendlich auf 4.3 hochgestuft werden und unsere Deprecations sind aktuell leer. Wie gesagt, unsere Applikation besteht nur aus einem Stückchen Code. Dann können wir hingehen, Link natürlich dazu in der Videobeschreibung, zu einem Tutorial, wie man das Ganze upgradet. Der kurze Schritt ist, den wir in diesem Falle machen müssen, einfach nur hinzugehen und in unserer Dependency-Liste, die finden wir unter der Composer-JSON-Datei im Hauptverzeichnis, ganz runterscrollen, da steht nämlich, was für eine Version von Symfony wir eigentlich haben wollen. In diesem Falle gehen wir hin, ersetzen die 1 durch eine 3, weil wir auf Symfony 4.3 hoch wollen, schreiben die Datei, öffnen ein Terminal in dieser besagten Directory. Dann sagen wir mit unserem Paketmanager Composer, den wir im ersten Tutorial installiert haben, Composer Update, Anführungszeichen, Symfony / Sternchen, um zu sagen, dass wir von allen Symfony-Paketen im Prinzip ein Update wollen. Dann sagen wir Enter und schauen uns an. Jetzt sagt er hier auch schon Restricting Packages auf Version 4.3 und sagt hier 18 Pakete sollen geupdatet werden. Und jetzt warten wir einfach mal, bis die Pakete geupdatet werden. In meinem Falle sind das jetzt eigentlich nur Symfony-Pakete, weil, ich meine, wir haben ja auch nur Symfony sozusagen angehoben. Was aber auch sein kann, ist, dass da jetzt ein Fehler auftritt, weil wir eine externe Anwendung oder ein externes Paket brauchen, was in der aktuellen Version Symfony 4.1 unterstützt. Wenn wir so etwas haben, dann müssen wir auch die Abhängigkeiten von Symfony updaten. Das können wir auch machen, theoretisch gesehen, indem wir sagen with dash dependencies. Das heißt, wir sagen im Prinzip update Symfony und falls irgendwelche Pakete Abhängigkeiten zu einer neueren Version von Symfony haben, dann update die halt einfach mit alles mit. Aber da muss natürlich auch gesagt werden, wenn wir jetzt Pakete updaten, die wir gar nicht updaten wollen, weil die zum Beispiel Breaking Changes in ihren Updates haben, dann geht eure Applikation auch kaputt. Also das heißt, von daher, immer wenn man Code updatet oder im Prinzip eine neue Version einspielt, sich von den jeweiligen Paketen die Changelogs durchlesen. Oder, was natürlich auch die bessere Variante ist, beziehungsweise andersrum gesagt, was halt immer geil ist, man hat Tests, die dann merken und fehlschlagen, nachdem wir jetzt die Applikation geupdatet haben, wo Probleme sind, dass man die dann später wiederum adressieren kann und nochmal im Prinzip überarbeiten kann. In unserem Falle haben wir keine Tests und wir gucken einfach mal, ob der Server in unserem Fall immer noch läuft. Okay, ich bin wieder da. Ich habe etwas debuggt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Schnelldurchlauf im Prinzip hinzufügen soll. Die Symfony-Anleitung, die hier in dem Dings steht, ist richtig, aber das funktioniert, glaube ich, nur für Upgrades mit Symfony Flex. In unserem Falle reicht es nicht einfach nur zu sagen require 3.5, sondern wir müssen halt hier oben, also wenn wir in unserer Composer-JSON-Datei sind, hier oben auch nochmal alle Dependencies anheben. Da stand auch Symfony Asset war auf 4.1, Symfony Console war auf 4.1, .env war auf 4.1 und so weiter. Da habe ich auch einfach mal einen Suchen und Ersetzen durchlaufen lassen. Wie gesagt, bei euch solltet ihr vielleicht da in diesem Falle kein Suchen und Ersetzen durchlaufen lassen. Ja, in unserem Falle reicht das aber und das ist ein bisschen schade. Da müsste man mal gucken, ob es dann eine bessere Möglichkeit gibt, weil das hier unten war anscheinend nur ein Teil der ganzen Updates, die man machen muss.
Ich hoffe, dass das in Symfony irgendwann mal besser gelöst wird. Deswegen mache ich dieses Tutorial. Es kann natürlich sein, dass jetzt ab 4.3 das Ganze besser wird, aber ich glaube nicht. Symfony Flex ist nochmal was anderes. Vielleicht für ein anderes Video. Auf jeden Fall können wir jetzt hingehen und sehen auf unserer Webseite unten. Jo, wir sind auf 4.3.6, die aktuellste Version von Symfony und haben auch schon direkt unsere erste Deprecation. Nämlich, der Controller existiert nicht mehr und ist deprecated seit 4.3 und wir sollen einen Abstract Controller benutzen. Das heißt, wir gehen hier rein. Abstract Controller. Gehen hin, importieren den. Das ist halt einfach nur gleicher Namespace, nur andere Klasse. Und gehen hin und jetzt zurück auf die Webseite. Reloaden einmal und sehen, schwupp, ist auch diese Deprecation weg. So löst man Deprecations, Leute. Normalerweise ist es aber nicht so einfach. Also von daher, das nur so als kleines Beispiel. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, das reicht an Informationen, damit ihr euch zumindest um das Updaten von Symfony-Applikationen kümmern könnt. Von 4.1 auf 4.3. Natürlich ist das für alle anderen Versionen das Gleiche. Das Einzige, was man natürlich dabei beachten muss, ist, wenn wir ein Major Upgrade machen, das heißt von wie zum Beispiel 4.4 auf 5.0, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Dazu mache ich vielleicht ein Video, wenn 5.0 draußen ist. Mal schauen, wir werden sehen. Bis dahin, euer Matsu.